Willkommen zu unserer Wohnungssuche in Bydgoszcz. Ihr könnt uns jetzt begleiten, wie wir jetzt uns durch die Irren und Wirren der Straßen und Wohnungsangebote drehen und wenden. Nein, ihr könnt uns jetzt begleiten, wie wir uns jetzt ein paar ausgesuchte Wohnungen in Bydgoszcz anschauen. Wir haben uns im Internet vorher ein bisschen was angeschaut auf Websites wie zum Beispiel olx.pl. Das ist so die Seite, wo man sowohl Angebote von Maklern als auch von Privatpersonen findet. Und wir haben uns da echt schon eine Weile mit vertraut gemacht. Das geht immer spontan, also das läuft nicht im Voraus, sondern man fährt eigentlich hin. Also wir haben ein paar Leute angerufen, dann kommt her und guckt euch das an, es läuft nicht, dass man irgendwas online mietet oder sich 3 Wochen im Voraus verabredet. Nein, also haben wir das wirklich gemacht, sind hergefahren und hatten dann spontan auch sofort Wohnungsbesichtigung. Alle hatten Zeit für uns, alle waren happy. Und ja, wir haben tatsächlich 4 Termine, auf die ihr uns jetzt begleiten könnt. Und wir hoffen, dass wir bei einem von diesen schönen Terminen unsere Traumwohnung finden. Also wir wünschen es uns. Und wenn es nicht die Traumwohnung wird, dann zumindest ein guter Deal, um hier zu starten. Und mal zu gucken, wie lebt es sich in Polen. Ja, willkommen auf Puste Schwartek. Das ist eine Art Feiertag, wo man den Polczek ehrt. Polczek ist eine Art Berliner. Ziemlich ähnlich wie Berliner, aber nicht ganz genauso gleich. So sehen die Schlangen aus, manchmal auch gerne größer. An manchen Orten sollen die Leute sogar schon mitternachts angefangen haben, in der Schlange zu stehen. Heute ist man Berliner. Wir waren jetzt gerade das erste Mal bei einer Wohnungsbesichtigung in Bydgoszcz. Und es war total die tolle Wohnung. Also ganz ehrlich, wir hatten uns was anderes vorgestellt. Wir wollten es eigentlich sehr altbaumäßig irgendwo in der Innenstadt haben, so nett, irgendwie mit irgendwelchen Jugendstil-Häuschen und so, da so schön, ne? Irgendwie Musikerviertel. Jetzt haben wir uns eine Wohnung angeguckt, die ganz woanders ist. Oświetle, ne? War eigentlich überhaupt nicht unsere Traumgegend, aber wir sind jetzt in die Wohnung reingekommen und sie ist echt total cool. Also total nett gestaltet, total eingerichtet. Also sie ist nicht eingerichtet, aber sie ist nett gestaltet, nett designt. Also wirklich sehr modern, sehr cool und wirklich auch gar nicht so extrem teuer. Wir sind jetzt im Stadtteil Oświetle-Lechne. Haben jetzt auch gerade tatsächlich einen Pączek gegessen. Juhu, den ersten für heute. Ein Pączek. Ein Pączek gegessen, 2 Pączki, ne? Ja. Yeah. Genau. Gut, und ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen aufgeregt. Und zwar geht es darum, dass ich hier ein Praktikum machen kann am Institut für Germanistik als Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache. Und ich werde mal gucken, was ich da mache. Auf jeden Fall wollte ich da jetzt einfach mal kurz vorbeischauen. Hallo sagen und vielleicht noch mal letzte Einzelheiten, wie es geht. Ja, weil das bietet sich an, wenn wir schon mal hier sind. Und das Praktikum ist quasi in dem Wald da. Das Praktikum ist auf dem Weg zu dem Institut. Ich hatte erst gedacht, ach cool, Uni, das ist in der Stadt und so weiter. Nee, das Institut ist in dem Stadtteil. Und man läuft doch ein ganzes Stück, sie ist gerade mit der Straßenbahn gefahren. Ja, und ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt und werde mich jetzt auf den Weg machen und gucken, was da passiert. Okay. Ob die nett sind. Jetzt stehen wir hier am Germanistik-Institut Kathedra Germanistiki. Das schönste Haus. Ganz Bydgoszcz.
Aber hey, es war wirklich ein total nettes Gespräch und ich freue mich jetzt auch total auf das Praktikum. Total positiv. War richtig nett. Der Tramway kommt, wir haben die nächste Wohnungsbesichtigung. Ja, genau, wir sind jetzt auch gleich wieder auf dem Weg zur nächsten Besichtigung. Und da sollten wir auch mal ein paar Aufnahmen machen. Eigentlich total cool, weil wir haben zumindest eine gewisse Auswahl am Ende des Tages. Yeah. Wir sind jetzt genau 3 Tage hier und in diesen 3 Tagen hoffen wir auch wirklich eine Wohnung zu finden. Da bist du auf dem Bondcheck noch nicht mal gefrühstückt heute, ne? Wo fahren wir hin? In die Miasto, ne? In die Stare Miasto. Setz dich mal. Ja, hier hast du halt einen Balkon, ne? Das ist bestimmt die andere. Ja. Komm, lass uns gehen. Ja, jetzt haben wir die 2. Wohnung besichtigt. Schlauer sind wir jetzt noch nicht, weil da war wiederum die Lage fantastisch, logischerweise. Aber ja, sonst gibt es ein paar Haken. Ne? Das ist ja schon so ein Altbauhaus, ne? Ja, es ist also die Gegend hier als allgemein total nett. Also, ich denke mal ein bisschen so zu den Häusern, dass man so einen kleinen Überblick hat über die Lage. So. Und hier sind wir echt in einem coolen Park. Ne? Voll nett, ist voll nett hier. Also, das macht bestimmt Spaß, hier so lang zu laufen und die Wohnung war auch wirklich schön. Ein Ticken teurer als die, die ein bisschen weiter außerhalb der Innenstadt war, des Zentrums war. Ja. Du hast hier keinen Keller, was eventuell für unsere Zwecke so ein bisschen hinderlich sein kann. Du hast keinen ordentlichen Parkplatz. Ja, das hast du nicht. Du musst hier immer das Parken bezahlen oder irgendwo einen Parkplatz mieten. Das hatte ich vorher auch nicht so auf dem Schirm. Ja, das ist katastrophal. Das ist irgendwie ein bisschen blöd, so muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach zusätzliche Kosten bedeutet. Auf jeden Fall. Und, ja, genau, wer weiß wie viel. Und jetzt ist gerade so die Frage, hey, wie sieht unser Lebenskonzept aus? Wollen wir ein bisschen sparen und dies und das? Also es ist gerade echt so, wir müssen überlegen, was wir jetzt machen. Ne? Wir haben wenig Zeit. Ne? Wir haben wenig Zeit. Wir wollen in relativer Kürze eine Wohnung nehmen und abschließen, den Vertrag. Ja. Ja, und jetzt gerade müssen wir erstmal unsere Gedanken ordnen. Wir können theoretisch noch mehr Besichtigungen machen. Ja, werden wir vielleicht auch. Also auf jeden Fall morgen auch noch. Und aber auf jeden Fall sind die beiden Wohnungen, die wir jetzt angesehen haben, schön. Ja. Wirklich schön und auch gut geeignet für unsere Zwecke, die wir uns einrichten wollen würden. Das würde fantastisch passen. Ja. Jetzt gerade eben war die Wohnungsbesichtigung aber auch so, wo ich dachte, Mensch, wir wissen ja auch noch nicht genau, was wird aus uns. Bleiben wir lange, bleiben wir kurz. Ja, genau. Und der Vermieter war ja schon eher so, dass er halt jemand lange gesucht hat. 10 Jahre. Am besten für 10 Jahre. Das meinte er ernst. Ja, das meinte er ernst. Und ich weiß halt nicht genau, 10 Jahre in einer Dachgeschosswohnung ohne Balkon, ohne Keller, irgendwie, ob das alles so hinhaut. Und ich habe dann auch ein schlechtes Gewissen, wenn er halt ein bisschen nach unseren Wünschen vielleicht sogar gestalten würde. Ja, und wir sagen dann in 3 Monaten, wir finden Bitgosch doof. Also momentan. Ja, der meint auch wirklich schnell, zum Baumarkt mit dir oder wo auch immer. Du kannst dir die Türen aussuchen, die du möchtest. Als würdest du dein Haus selber bauen. Er wollte auch uns, er hat gesagt, wir gehen zu uns ins Küchenstudio. Aber wenn es jetzt nicht schwarz oder irgendwie aggressiv ist, sondern also man sieht, dass er designerische Potenzial hat. Irgendwas mit Magnolia, hat er gesagt, oder irgendwas mit. Ja, das war alles mega cool. Dann können wir selber aussuchen. Ja. Ja, das macht es nicht einfacher, aber ich meine, besser, als wenn die Wohnungen jetzt alle blöd wären und wir heulen würden, weil uns alles nicht gefällt. Ja, aber wir brauchen keine Wohnung hier finden, ne? Ja. Wir können hier die sofort unterschreiben. Also es ist ein Traum, wenn wir jetzt so an Hamburg denken, Gott, da wochenlang zur Wohnungsbesichtigung gelaufen haben und so eine Schlange angestellt. Ja, eine Wohnungsbesichtigung fast, ey. Wirklich. Mann. Ja, schauen wir mal. Jetzt gehen wir uns essen, ne? Ja, wir sind jetzt im Restaurant Schrutmächtsche und müssen jetzt erstmal was essen. Wir vergessen die ganze Zeit irgendwie zu essen, zu trinken, alles, weil wir so aufgeregt durch die Gegend laufen. Und deshalb jetzt noch einmal
nochmal polnisch auf eine andere Art. Sieht sehr lecker aus. Bin sehr gespannt. Guten Appetit. Komplett erstmal überfüllt mit Informationen von Wohnungen. Aber wir sind langsam am Ziel angekommen. Kleines Kino auch drin. Ach cool. Also wir haben uns jetzt drei Wohnungen angeschaut und das Blöde daran ist, dass alle eigentlich irgendwie nett sind. Keiner ist perfekt, keiner hat alles, keiner ist blöd. Wir können jetzt keine ausschließen. Aber wir wissen auch nicht so richtig, was wir jetzt irgendwie machen sollen. Also deswegen haben wir es beschlossen, wir gehen zu essen, trinken noch ein heißes Bier. Tibograne. Ja, das sind irgendwelche Märchen drin. Sehr speziell. Und ja, hoffen, dass wir dann auf irgendeine tolle Idee kommen, welche dieser Punkte wir jetzt auswählen werden. Bestell mal. Ja, warte, was? Was ist das? Was für eine Soße? Ja, es ist für dich. Serove. Serove. Würde Serove. Willst du auch Serove? Serove soll sehr gut sein. Aha. Die jeden Nalechny Wurstsauce. Kopperkowe. Oh, willst du Kopperkowe? Kopperkowe. Sauce? Der soll ziemlich gut sein. Na, jetzt wieder nicht so lange. Okay. Kopperkowe. To wszystko, na razie. Chętnie, was chętnie. Dziękujemy. No to erzähl weiter. Ja. Also deine Bestellung. Ja, natürlich hast du es toll gemacht. Prost. Ja, das ist ja gar nicht so einfach, diese ganzen Buchstaben. Nee. Hast du schon so eine Malina gegessen? Ja, drei. Witzig, ne? Okay, also weg zurück zur Wohnungssuche. So unterschiedlich. Wir müssen uns überlegen, wollen wir in die Innenstadt ziehen, keinen Parkplatz haben? Wollen wir raus aus der Innenstadt ziehen, einen Parkplatz haben, dafür ein bisschen postkommunistisches Flair, viele Blocks um uns herum? Oder wollen wir, also die Innenstadt ist sehr malerisch eigentlich, ne? Schöne alte Häuschen etc. Dann haben wir noch eine dritte Option bisher. Die ist eigentlich auch ganz okay. Die Wohnung ist eigentlich total süß im Stadtteil Bocianovo. Eigentlich wird es wahrscheinlich als nächstes renoviert. So ähnlich, so ist nicht das direkte Zentrum, aber angrenzend. Auch nette Häuser aus einer netten Epoche. Da haben wir das Ding, da wohnen die Vermieter. Die sind total nett, so ähnliches Alter, aber sie wohnen direkt neben uns. Wir wollen jetzt keine total verrückten Sachen. Aber es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, wenn man noch nicht genau weiß, wie die drauf sind. Sie wohnen direkt daneben. Ja, wir sind direkte Nachbarn. Ja. Also die sind total cool, nicht, aber... Genau. Die sind echt eigentlich voll nett. Aber falls wir mal irgendwie, keine Ahnung, ne? Das, ja. Weiß nicht. Also... Ob wir keinen guten Tag haben, sage ich mal, oder so, sind die da? Ja, genau. Vielleicht sind die da, wir haben keinen guten Tag. Vielleicht wollen wir auch mal irgendwie Musik hören, vielleicht wollen wir die Musik auch mal lauter hören. Vielleicht auch lange. Und wir wissen halt noch nicht so genau, was diese Altbauwände so ganz genau hergeben. Wir sind total die netten Mieter, ja, keine Frage. Unkompliziert und fair und alles gut, aber wir wollen natürlich auch unsere gewisse Privatsphäre, dass wir halt machen können, was wir möchten und nicht so ein bisschen so leben, wie unsere Vermieter uns gern hätten.
wo die total nett sind. Also ich kann mir voll vorstellen, mit denen auch einen Kaffee zu trinken. Ich kann mir voll vorstellen, mit denen Essen hier abends gemeinsam zu machen. Total, ja, also die waren voll nett. Die sind total lieb. Aber ey, sie waren natürlich, also wir wissen einfach nicht, wie sie drauf sind. Ne? Sie sind natürlich trotzdem ja, halt noch nicht. Ja. Und ja. Weil alle Wohnungen sind preislich ungefähr ähnlich. Kleine Unterschiede, aber es ist nicht total dramatisch. Ja, so, und jetzt müssen wir einfach entscheiden, was ist die beste Option. Und wir haben keinen Plan. Ja, und wir haben noch einen Tag. Wir haben in Wirklichkeit noch genau einen Tag. Und dann treffen wir unsere Entscheidung. Ja, yeah. Jetzt sind wir hier vom Ujomjasta mit Goste. Das ist quasi so eine Art Bezirksamt. Eine coole Straße, hier ist Virja 4, das heißt der Bär. Bär Nummer 4. Dann gehen wir rein und fragen wir mal wegen Anwohnerabonnements, um zu parken, quasi. Und in Polen ist das so, dass wenn man extrem zentral wohnt, gibt es kein Parking for free. Man muss zahlen. Dzień dobry. Chcę się przeprowadzić z Google z Goszczy. Mam 35 lat, sami na zachodzie chcę się przeprowadzić. Ja, super Erfolg. Wir haben jetzt herausgefunden, in diesem Gebäude da hinten, dass es doch gar nicht so wild ist mit dem Parkplatz. Weil es tatsächlich so ist, dass man ein Monatsabo zum Parken haben kann. Das Ganze kostet uns im Monat 20 Zlote. Ja. 20 Zlote für das Parken in der Straße und 50 Zlote für das Parken in der Gegend, in der Innenstadt. Und klar, es sind nochmal extra Kosten, aber es sind dann irgendwie 120 Euro im Jahr, wenn man das hochrechnet. Und ich finde, das ist jetzt nicht das Hindernis, um eine Wohnung nicht zu nehmen. Ansonsten kostet die Stunde 3 Zlote. Ja, eine Stunde kostet 3 Zlote. Das haben wir erst gesehen und da waren wir ein bisschen abgeschreckt, weil das war uns jetzt wirklich doch ein bisschen viel. Und wir sahen uns schon 1000 Parkzettel kriegen, weil wer steht denn morgens um ihr 8 jeden Tag auf, einfach um die Parkuhr zu füttern? Ja, okay. Also ist die Entscheidung gar nicht gefallen, ne? Noch nicht ganz, aber zu 98% würde ich sagen. Wir überlegen jetzt nochmal. Okay. Ja, jetzt gehen wir wieder zu der nächsten Wohnungsbesichtigung, Nummer 4 inzwischen. Wir sind komplett busy mit Anrufen, mit Verträgen, Lesen, irgendwie Bezirksämten rumlaufen, nach irgendwelchen Kosten abchecken und alles. Es bleibt spannend, alles klar. Ja, hier ist jetzt unsere nächste Wohnungsbesichtigung. Sieht eigentlich ganz nett aus. Gefällt mir auch ja. Ist eine coole Gegend. Ich will hier. Ja, okay. Ja, schauen wir mal. Dominik ist gerade ganz begeistert. Das Haus ist auch wirklich schön. Ja, das Haus ist wirklich schön. Schauen wir mal, was hier uns drin so erwartet. Wir haben gerade eigentlich schon gedacht, wir nehmen eine andere Wohnung. Dann haben wir einen Vertrag zugeschickt bekommen per E-Mail, wo wir einfach irgendwie dachten, so ungefähr 33 Punkte sind unklar. Ich übertreibe jetzt, aber wo es einfach nicht ganz lieb. Okay, was sagst du denn dazu? Es ist gut. Was war so interessant? Wir sind jetzt ungefähr seit 24 Stunden auf Wohnungsbesichtigung, haben jetzt 4 Wohnungen gesehen und gerade eben nochmal eine neue. Die war, glaube ich, am günstigsten von allen. Die hat nur ungefähr 1000 Zloty gekostet, plus noch Gebühren für Wasser, Strom, Gas. Also wirklich günstig. Sie war aber auch die kleinste Wohnung von allen und der Haken da war jetzt halt, dass noch keine Waschmaschine und kein Kühlschrank etc. pp. alles nicht drin ist und wir uns um relativ viel Kram erstmal kümmern müssen, bevor es losgeht. Und wir schwanken die ganze Zeit hin und her und wissen auch nicht genau, was wir eigentlich wollen, weil alles hat sein Für und Wider.
aber ich finde es beachtlich, dass wir es wirklich schaffen, innerhalb von 24 Stunden so weit zu sein, dass wir wirklich uns zwischen 4 Wohnungen entscheiden können, wo wir einfach nur einen Vertrag unterschreiben müssen. Das ist super. Also, ja, nur zur Info. Und jetzt sind wir schon wieder an dem Punkt, dass wir uns für eine Wohnung entscheiden möchten, die wir gestern besichtigt haben. Und da war es so, dass wir dort Tür an Tür mit den Vermietern wohnen würden, die aber eigentlich ziemlich cool sind. Und der große Vorteil an der Wohnung ist, dass dann wirklich alles bereitsteht. Die haben sogar eine Bratpfanne auf ihrem Herd für uns schon bereitstehen, sozusagen. Da ist ein Bett, da ist ein Sofa, da ist Internetanschluss, da ist eine Waschmaschine drin. Die Kosten sind fair, wie wir finden. Und was wir... Altbau. Das ist Altbau. Das Haus, genau. Wenn du da irgendwann eine Farbe drauf haust von außen, dann entspricht es auch dem, wie es innen ist. Also da, die Wohnung ist fantastisch. Und es ist relativ zentral. Das ist auch gut. Ja, das Einzige ist, wir hadern noch mit uns, weil es geht halt darum, eine Entscheidung zu treffen. Und ja, es ist ja immer die Frage, trifft man nicht die beste Entscheidung? Hat man sich richtig entschieden oder nicht? Und so. Und das ist gerade so ein bisschen wie, wir sind noch ein bisschen unruhig, dies, das, so. Aber hey, hätten wir eine Woche lang Zeit, wären wir eine Woche lang wahrscheinlich nervös, weil wir nicht wüssten, welches der Angebote jetzt das Beste ist. Genau, und wir sind jetzt dabei zu denken, hey, das ist doch vielleicht cooles für den Start, das Einfachste zu nehmen, sozusagen. Wo am wenigsten zu organisieren und zu tun ist. Und wo man im Zweifelsfall einfach seine Bettdecke mitbringt und sich in das Bett, was da schon steht, mit Matratze einfach hineinlegen kann. Und ja, wir wollen es generell so machen, dass wir uns die ersten 2 Monate einfach mal anschauen. Wir behalten beide Wohnungen. Das ist unser Konzept. Wir wollen jetzt nicht Hauruck-Aktionsmäßig sofort alles hinter uns lassen und kappen, sondern unsere Überlegung ist jetzt gerade, um uns ein bisschen darauf einzustellen und zu entscheiden und einfach auch so fürs Gefühl, so alles jederzeit irgendwie verändern zu können, möchten wir also eine ganze Weile 2 Wohnungen behalten in Hamburg und in Midgorsch und dann einfach uns einen Zeitpunkt setzen, an dem wir uns entscheiden, können wir es uns hier langfristig vorstellen. Weil wir haben natürlich noch total viele Sachen in Erfahrung zu bringen und ja, es ist total schwer, die Entscheidung jetzt mega ad hoc zu treffen und ich glaube, es ist ganz vernünftig eigentlich. Also zu gucken, dass man sich vielleicht sogar eine Tür offen lässt, und nicht irgendwo bleibt, weil man muss, sondern weil man es dann wirklich will. Das ist schon mit Surówka. Ah, okay. To bez. I dwa na zewnątrz. Ja, und nachdem ich unser Essen bestellt habe, haben wir auch das bekommen, was wir wollten. Also finde ich, dass das sehr erfolgreich war und ich mich doch sehr gut geschlagen habe. Schlusskir. Z sosem kurkowym. Nawet mit pfeffeligen Soße. Nie surówka. Das Haus ist auch nice, ne? Das Gelbe da. Schiffo, du hast den Balkon da oben, ey, mit dem Satellit. Auch geil. Wie geht's uns? Ja,
Geht's, glaube ich, gut. Ja, wir sind total happy. Gut, ne? Wir sind so froh. Wir haben jetzt gerade einen Mietvertrag unterschrieben. Ist mega cool. Wir stehen so vor dem Haus. Das Graue und die Wohnung ist mega toll und die Vermieter sind total chillig und nett und irgendwie ein junges Paar und wir sind einfach gerade total geflasht, dass das echt geklappt hat. Total cool, weil gesetzlich ist es so in Polen, du hast eine Kündigungsfrist von einem Monat. Das heißt, natürlich ist es toll, wenn man hier lange wohnt und so weiter und so fort. Aber es ist relativ flexibel gestaltet. Das heißt, wenn wir jetzt hier hinkommen, wir gehen kein Risiko ein, dass wir jetzt irgendwie erstmal ewig irgendeinen Vertrag an der Backe haben, den wir vielleicht nicht wollen, sondern wenn es uns nicht gefällt aus irgendeinem Grund, dann können wir einfach den Bescheid sagen, einen Monat vorher, dass wir gehen wollen. Das ist ein ganz anderer Vertrag als der andere, den wir schon bekommen haben. Ja, wir haben, das ist so gut. Genau, wir haben vor ein paar Tagen schon einen anderen Mietvertrag in der Hand gehabt und das hat uns dann irgendwie ein bisschen Angst gemacht, ehrlich gesagt. Also hat uns beunruhigt, wir hatten ein bisschen Bauchweh, das war irgendwie schräg. Da waren irgendwelche Kosten drin, über die wir vorher nicht gesprochen hatten und jetzt ist es einfach total klar, total straight. Sie haben ihn für uns sogar einmal auf Englisch, einmal auf Polnisch verfasst. Also mega entgegenkommend. Wir sind uns auch noch bei der Miete ein bisschen entgegengekommen und haben uns einen kleinen Nachlass gegeben, einen kleinen Discount. Ja, einfach mal die Miete gesenkt nochmal für uns. Tatsächlich ist es so, dass wir hier bei einem Architektenpaar der Mieter sind. Und das sieht man der Wohnung an. Wir haben wirklich... Das werden wir auch noch zeigen in weiteren Videos. Wir werden euch noch zeigen, wo wir einziehen. Wie wir überhaupt einziehen, was da schon nicht alles drin ist. Das ist total toll. Wirklich Kopf und Verstand und Liebe designt und es ist trotzdem modern, total modern, trotzdem total der faire Mietvertrag. Ja, jetzt gehen wir erstmal feiern. Ganz bestimmt. Das wird cool. Entschieden haben für unsere Wohnung. Echt, unser Tag ist wirklich, es scheint die Sonne. Wir sind irgendwie strahlen über das ganze Gesicht. Wir sind total happy, weil wir glauben, dass wir es ganz gut gemacht haben. Unsere Wohnung hat, für die wir uns entschieden haben, hat 52 Quadratmeter und zahlen 1100 Zloty kalt plus diverse Kosten, Gas, Wasser, Strom, Internet ist gratis. Und sind damit ganz zufrieden. Was ich noch zu den Preisen sagen möchte oder was uns auffällt, ist, dass ja, also es ist nicht total billig, hier ist eine Wohnung zu mieten in Bydgoszcz, aber was man dafür bekommt für sein Geld und was man so für eine Wahl hat und was das Angebot hergibt, das ist schon ziemlich beeindruckend. Also man kann hier, wir sind jetzt seit, keine Ahnung, 30 Stunden hier und haben wirklich einen Mietvertrag unterschrieben. Und ich glaube nicht, dass wir das in Hamburg oder sonst wo geschafft hätten. Und wir haben wirklich eine Wohnung gesehen, die uns mega gefallen hat. Also, genau, unsere Preissparte lag zwischen, ich schätze mal, so 1000 bis 1500 Zloty kalt. Das haben wir uns überlegt. Das ist schon eher günstig. Also, drunter wird es schon echt schwierig, es sei denn, man nimmt was komplett Abgeschrammeltes. Und ich denke, das ist auch das Minimum, was man sich für so eine Zwei-Zimmer-Wohnung wahrscheinlich ansetzen müsste, um realistisch zu bleiben. Also viel weniger geht nicht. Und drüber geht immer, also je nach Ausstattung, das hat auch gar nicht so viel mit der Größe zu tun, je nach Ausstattung der Wohnung kann die natürlich... 4.000 kosten, kein Problem. Also viele Wohnungen werden möbliert vermietet. Das kann alles sein, vom totalen
Großmutter-Style mit Plüschvorhängen vor Eiche rustikal bis hin zu mega abgespaceden modernen Apartments, die total durchdacht designt sind. Das Ganze spiegelt sich im Preis wieder. Zieht man zur Oma, zahlt man weniger. Zieht man zu dem Architektenpaar, zahlt man ein bisschen mehr. Die Wohnung ist zum Teil möbliert und ich glaube, für den Anfang ist es gar nicht so schlecht, ob man sich mal überlegt, eventuell doch mit ein bisschen Mobiliar anzufangen und noch nicht mit Sack und Pack komplett hierher zu ziehen. Wir fahren zweigleisig und behalten unsere alte Wohnung noch für den Übergang oder auch, um nach 2 Monaten zu sagen, schön war's. Wir gehen zurück. Also momentan ist alles offen und das können wir und das finde ich jetzt total beruhigend. Und ich glaube, das ist eine finanziell natürlich ein bisschen teurer, aber ich glaube, das ist eine ganz vernünftige Entscheidung in unserem Fall. Gerade wenn man sich immer Gedanken um alles Mögliche macht wie wir, ist das, glaube ich, ganz gut. So ist es cool. Ja, unsere Wohnung ist so, echt schön eingerichtet. Also die haben sich mega viel Mühe gegeben. Also ich hätte vorher nicht gedacht, dass ich mich jemals so einrichten würde, aber sie ist total stilvoll. Die Wohnung lässt genug Raum, um noch eigene Sachen mit einzubringen. Wir haben noch nichts gegessen. Aber der Wodka steht schon auf dem Tisch. Der Wodka steht schon auf dem Tisch in Stest, wo ich Schlecher die Wutki, das heißt Ministerium von Wodka und Hering. Wir haben was zu besiegeln, ne? Wir stoßen jetzt auf unseren Mietvertrag an. Neues Leben ein. Das trauen wir. Das trauen wir. Oh.